Ja, wie gesagt. Dein Geist ist ja nicht beschränkt dadurch, dass dein Körper nicht mehr gescheit funktioniert. Ja, das mag durchaus sein, aber soweit ich weiß, hatte das bei ihm ja, er hat es ja so akzeptiert, wie es ist. Es kann natürlich jeder so handhaben, wie er will, aber ich für meinen Teil, ich bin generell, auch wenn die Hater oder andere Leute immer was anderes behaupten, ich bin generell ein sehr aktiver Mensch. Ich liebe es auch mal rumzulaufen, einfach mal unterwegs zu sein und mal was zum Unternehmen. Und für mich wäre es absolut Krätze, wenn ich mich überhaupt nur bewegen könnte, nur den Kopf bewegen könnte. Aber das sieht halt, wie gesagt, auch jeder anders. Das kann auch gerne jeder so sehen und machen, wie er möchte. Ich werde nicht sagen, dass ich jemanden umbringen soll, nur weil er plötzlich nur noch den Kopf bewegen kann. Das wäre das Letzte, was ich machen würde. Ja, dazu hast du ja auch gar nicht das Recht, über irgendwie andere Leben zu entscheiden. Mal abgesehen davon, ja. Das ist richtig. Aber im Endeffekt, wenn du den Schritt zum Selbstmord gehst, musst du ja trotzdem extrem viel Mut haben, das überhaupt durchzuziehen. Weil wenn du da stehst, was weiß ich, die Klinge am Arm hast oder so, das musst du auch erstmal durchziehen. Ich will das jetzt nicht verherrlichen, aber es ist schon mutig. Wie gesagt, das sieht jeder anders. Kann auch jeder so sehen, wie er will. Ich glaube, wenn du so einer richtigen, richtig, richtigen Depression steckst, dann ist dir die Mittel scheißegal, also dann machst du es einfach. Glaube ich auch. Dann bist du einfach in so einem Loch drin und denkst dir, ja komm, fick dich doch und machst einfach. Also bei mir ist zum Beispiel das Einzige eigentlich nur, dass ich es so schlimm, also weil ich wüsste, was einfach mit meiner Familie danach passiert, so. Ja, der Tod ist nicht unbedingt schlimm für die Leute, die sich umbringen. Der ist eher schlimm für die Leute, die zurückbleiben. Albus Dumbledore, bedauere nicht die Lebenden. Bedauere nicht die Toten, sondern bedauere die Lebenden. Ein verdammt kluger Satz auf jeden Fall. In welchem Film hat er das gesagt? Im letzten Film. Wobei ich weiß gar nicht, hat er das im Film gesagt oder nur im Buch? Ich weiß es gerade gar nicht. Das war auf jeden Fall im letzten. In der Szene, wo sie ganz am Ende vom Buch sind. Wo Harry dann quasi abgemurkst wurde. Und dann aber ja nicht gestorben ist, sondern quasi in diesem, wo auch immer er da ist, rumeiert und Dumbledore trifft. Zwischen Bei Leben und Marlow. Tod. Genau, zwischen Leben und Tod, wo er da ist. Drache, Nein. wie kommt's, dass dein neuer Time of Metal nur knapp 4 Minuten geht? Ich gehe mal davon aus, weil ich ihn nicht länger gemacht habe. Ja, logischerweise. Das wäre nicht die Frage gewesen, weiß nicht. Ich hätte jetzt gedacht, kommt mehr Information oder so. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Vielleicht hast du auch die wichtigste Information 3 Minuten 40 geböllert, aber. Absolut Na, gesehen wenn du ist es dir nicht die angeschaut Sitzung. hast, dann kannst du es ja beurteilen. Ja, Das Video deswegen ist habe ich ja nicht länger. gefragt. Das Video ist nicht sonderlich viel länger. Und ich finde, über Nirvana braucht man nicht so viel zu sagen. Das weiß ich, dass das geil ist. Es ging ja eher ums Album. Alles klar.
Könnt ihr eigentlich luzides Träumen? Ich habe es diese Nacht probiert und nicht geschafft. Du meinst Träume, die man beeinflussen kann? Ja, klar, Träume. Ja, genau. Das ist ja nicht so einfach. Also sowas musst du ja, erst einmal musst du ja überhaupt Träume dafür haben, beziehungsweise Träume, die du bewusst wahrnehmen kannst. Das sind ja die Träume, die du später, wo du dich später daran erinnern kannst. Ich für meinen Teil kann das. Also wenn ich träume. Aber ich träume vielleicht einmal in 10 Jahren. Also du träumst immer, du kannst dich nur nicht an den Traum erinnern. Richtig, aber ich habe ja gerade gesagt, das bewusste Träumen ist ja es, was den Unterschied macht. Also so wie ich weiß, kannst du es lernen. Du kannst dich immer in so einen Gemütszustand bringen, wo du dann luzides Träumen möglich machen kannst. Aber wer hat ja die Zeit? Wobei da eher die Frage ist, ob es da eher um die Fantasie geht oder ob das tatsächliche Träume sind. Richtig. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall meine Träume beeinflussen, aber ja, ich mache das erst selten. Drache, du hast doch ADHS, so wie ich das mitbekommen habe, oder? ADS habe ich. ADHS ist was anderes. Aber da hat man doch auch manchmal so abgestufte Formen von so Tagträumen. Ja, und weiter? Nee, ich habe halt auch ADHS und bei mir ist das halt auch ganz stark ausgeprägt, dass ich halt hin und wieder einfach tags komplett träume. Das ist halt natürlich bei mir eine Plage. Und ich dachte, das wäre bei dir sowas Vergleichbares. Was ist das bei dir? Eine Plage. Weil ich bin halt oft gar nicht da. Ah ja. Ich gehe mal Mittagessen machen, bis später. Guten Hunger. Und wieso genau ist das eine Plage? Einfach weil du weg bist, oder wie? Ja, eben. Also ich habe halt oft das Problem, dass ich halt, wenn mich Leute ansprechen oder auch Leute mit mir reden, ich einfach weg bin, einfach gar nicht mehr da, gedanklich nicht da bin und halt einfach so irgendwie die, so ein bisschen die Verbindung im Gespräch oder im Tag ein bisschen verliere. Also ich habe damit kein Problem. Moin moin, ich wünsche euch alle frohe Ostern. Moin. Gleich mal. Dir auch. Alter, was schaut denn bei dir im Hintergrund rum? Hallo Drache. Hallo. Wie geht's dir heute? Gut. Hoffe dir auch. Mir geht's auch gut, danke schön. Sehr gut. Bekommt ihr irgendwie Besuch eigentlich hier, irgendjemand, so wegen Ostern? Oder ist bei euch auch irgendwie ziemlich lonely? Weil irgendwie so ein scheiß Ostern ja irgendwie noch nie gegeben, oder? Also ich komme zurecht. Ja. Oh geil, es ist ja trotzdem nicht. Ja, zumindest draußen mit Freunden grillen oder so abends eine Runde, das wäre wenigstens was Geiles. Oh ja, das wäre geil. Ich vermisse Osterfeuer irgendwie voll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, gibt's Osterfeuer nicht überall? Ja, ich weiß nicht. Die Feuerwehr macht das meistens noch. Ja, privat sind die ja mittlerweile relativ verboten, glaube ich. Wegen Brandgefahr und so welche Sachen, ja. Also bei uns jetzt auch in der Stadt natürlich auch, weil da einfach zu viele Leute sich dann an einem Punkt treffen. Ja, gut, das stimmt. Oh. Und Drache, bist du am Zocken oder was ist bei dir los? Natürlich. Borderlands oder? Sieht man doch, was ich zocke. Wo sehe ich das denn? Bei meinem Namen rechts in der Liste. Echt? Ja, mal gucken. Jetzt kenne ich mich noch gar nicht so wirklich aus mit Discord. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Schon. Bild Echo. Also bei mir steht, dass du Echo spielst. Richtig. Achso, ich habe gedacht, du zockst Borderlands, deswegen. Nee, deswegen habe ich gesagt, schau auf die Liste. So. Was ist denn Echo überhaupt?
Ist das so ein Strategiespiel oder was ist das? Nee, um Gottes Willen. Das ist ein Ding. Ein Survival Game. Okay. Achso, ja, stimmt, ja, du zockst ja mehr so Survival Games und sowas. Ich hab keine Vorliebe, was ich zocke. Ich zocke einfach, worauf ich Bock hab. Ja, ganz ehrlich, ne, du musst mal Halo oder so da, Mann. Das würde ich gerne mal sehen. Weil ich hab das ist so. Irgendwann sogar schon mal Let's Play gehabt, sogar als Einzel. Echt? Das war aber ganz zu Anfangszeit, das wird es nicht mehr geben auf YouTube. Ja, das sowas musste man nochmal remastern quasi. Das wäre doch mal geil, so die ganzen alten Halo-Teile durch, so weißt du, so 1, 2 und 3, so die epischen Teile. Ich sag mal so, die anderen Teile, die waren ja auch nicht schlecht, aber der so gerade. Der Vierer war noch gut, aber weiter bis zum Vierer kenne ich mich auch nicht aus. Ach, den fünften hast du noch gar nicht gezockt, oder was? Nö. Ja, ich meine, gut, er ist nicht schlecht im Mehrspielermodus, aber die Story lässt halt irgendwie nach, weißt du, so in den ersten Teilen, das hat ja irgendwie so richtig gefesselt und mittlerweile ist das so, keine Ahnung, so wie so ein Hollywood-Blockbuster, so, aber nicht so einer von den Guten. Irgendwie traurig. Ist halt einfach irgendwann, es ist einfach irgendwann nur noch zur Geldmacherei geworden, das ist das Problem. Und dadurch wird ein guter Film zum schlechten Film. Ich bin ja auch gespannt, was sie mit Matrix 4 machen. Ja, also ich glaube, so hoch braucht man auf jeden Fall die Erwartung nicht setzen, ne? Also, ich auch nicht. Was mich jetzt noch gewundert hatte und auch meine Freundin, das war hier jetzt Jurassic World. So der erste und der danach war ja auch noch ganz okay. Aber ich sag mal. So wie Jurassic Park damals, das kommt ja auch nicht mehr ran, weißt du? Ja, also Jurassic World, muss ich sagen, fand ich aber schon sehr geil. Ja, also auf jeden Fall. Also gerade der erste war ja richtig heftig. Ja, allerdings muss ich dazu sagen, dass der, was mir nicht gefällt, ist, dass die jetzt angefangen haben, mit diesem ganzen Ding rumzuspielen. Mit diesem ganzen gentechnologischen Zeug und so. Wieso? Ich meine, ich finde das ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass die das ja darauf bezogen haben jetzt in letzter Zeit, weil man hat sich ja immer gewundert, Jurassic Park ist ja nie eine Dokumentation gewesen und die Größen der Dinosaurier waren ja nie irgendwie auf realistischer Basis und ich finde, das wurde damit ja halt einfach erstmal so legitimiert, weißt du? Die haben halt einfach gesagt, ja gut, aber die Leute wollen es halt so groß und gefährlich, deswegen machen wir es den groß und gefährlich. Und deswegen benutzen wir diese Gentechnologie. Ich meinte eigentlich, dass die jetzt auch anfangen mit Ding. Nein, jetzt ist mir Stein runtergefallen. Scheiß Ding. Ich meinte eigentlich die Tatsache mit dem, wie sagt man? Mit diesem Mixen von Dinosauriern? Oder? Yeah, angefangen haben. Auch Menschen zu klonen und so, weil ich habe die Befürchtung, dass aus Jurassic Park plötzlich Idioten-World wird. Ach, meinst du jetzt so in den nächsten Teilen, dass die dann da so richtig Menschen und so einen Scheiß klonen oder was? Naja, tatsächlich haben sie ja da schon gesagt, dass es da auch mehr auf dieses menschliche Klonen noch ankommen wird im nächsten Teil. Da gab es ja schon Infos. Ja. Oh, das klingt ja kacke. Ja, es ist richtig. Ach Mann, ey. Doch, jetzt hast du es mir versaut, weißt du? Ich habe gedacht, ja gut, sorry. Vielleicht wird der nächste Teil auch noch nicht schlecht. Und jetzt, also er wird bestimmt, ich denke nicht, dass er jetzt schlecht wird, aber ich weiß, dass die ein bisschen Fokus auf dieses menschliche Klonen nehmen wollen, auf dieses Mädchen. Ach so, ja, stimmt. Das ist doch irgendwie die Tochter von der anderen, die da überfahren ist, die aus dem ersten Teil, aus dem ersten Jurassic Park. Genau. Was, aus dem ersten? Ja, so die das wurde so ganz kurz erzählt im letzten Teil, dass nee, ja die das Mutter von diesem ja, aber doch da hast du aber was falsch verstanden. Achso, ja, das kann sein, ich habe mir den das einmal angeguckt. Die war nicht im ersten Teil dabei, sondern das war die Tochter vom ehemaligen besten Freund und Mitarbeiter von dem Typen aus dem ersten Teil. Aber das hat mit dem ersten Film oder so nichts zu tun gehabt. Also es war lediglich der Typ, der da die Dinosaurier retten wollte und so mit New World, also wo die dann das wegtun wollte. Und die einzige Sache war da, dass der, wie heißt's? Der wollte lediglich den,
Da wurde lediglich die Dinosaurier retten, weil er damals eben Mist gebaut hat. Und er und Hammond haben sich damals zerstritten, weil weil er halt seine Tochter wieder haben wollte. Und Hammond dagegen war, Menschen zu klonen. Ach so, ja. Das war quasi der Hintergrund des Ganzen. Aber der hat nichts damit zu tun gehabt, dass die irgendwie im ersten Teil dabei war oder so. Also die gestorben ist, die war nicht im ersten Teil dabei. Jedenfalls. Ach so, weil die auf dem Bild sah, dass. Ach so, weil auf dem Bild, wo man sieht ja einmal kurz so ein Bild von ihr, da sah sie ja extrem ähnlich aus. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, vielleicht hängt das ja dann zusammen, weißt, dass ja, man versucht, so die ihre Gene irgendwie zu klonen oder so. Aber welche Frau aus dem ersten sollte das überhaupt sein? Ich meine, im ersten Teil, die hat ja überhaupt keine, da ist ja überhaupt keine Frau dabei, eigentlich. Doch, die Blonde, die ist doch nicht gestorben. Nicht im Jurassic Park ist sie nicht gestorben, aber in dieser Nebenstoryline, was ich da so rausgefiltert habe, von wegen, dass die wohl einen Autounfall gehabt hätte, nachdem sie ihre Tochter aber halt eben auf die Welt gebracht hatte. Und dass ja, sie dann halt so, wenn du die Ding meinst, die, wie hat sie geheißen, wo da dabei war, die Agent, die Professor Sattler. Die ist nicht gestorben, beziehungsweise die ist es nicht gewesen. Weil, wenn es die gewesen wäre, wäre nämlich, die Story müsste dann anders sein. Okay. Ja gut, dann hast du mich da jetzt erleuchtet, weil wie gesagt, ich habe den letzten von Jurassic World jetzt bislang nur einmal gesehen. Ich habe mir den zwar gleich auf Blu-ray geholt, aber ich habe mir den halt nur einmal angeguckt, deswegen ich hatte das noch so in Erinnerung. Er hat mich halt jetzt nicht so hart gefesselt wie der erste Jurassic World. Ne? Also der war ja einfach bombastisch, der war ja richtig gut. Ja. Also den haben wir, glaube ich, auch dreimal im Kino gesehen oder so, aber den Nachfolger, das war dann so, ja, ist ganz cool, aber ist halt jetzt nicht mehr so nice. Nee, also wie gesagt, das war nicht der, weil die hat ja ein Kind, die hat ja einen Sohn gehabt und keine Tochter. Ach so. Ach so, das hat, okay. Doch, klar, das hat man doch im Ding gesehen. Das hat man doch im im zweiten Film gesehen von Jurassic Park. Okay, gut, das kann sein. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so. Im dritten war das. Im dritten gab es doch die Szene, wo der Ding wieder dabei war. Und da hatte man dann ja. Oh, falsch gesetzt. Weg da, du Sack. So. Ja, das sieht halbwegs vernünftig aus. Und da war die Dinger dabei. Also ja, die stimmt. Settler. Die waren ganz kurz zu sehen. Und die hatte da ja geheiratet und hatte aber auch ein Kind und so. Ja, genau. Was ich so scheiße fand, dass die nicht da zusammen waren, weißt? Das fand ich so kacke. Ja, man hat erst so gedacht nach dem ersten Jurassic Park, da so, oh ja, das wird vielleicht was, das ist ja voll geil. Ja, vor allem, beziehungsweise die waren ja zusammen irgendwie zu dem Zeitpunkt auch. Ja. Wurde ja sogar vom Ding gefragt. Ja, die sind nicht zufällig. Hä, doch. Ja, Oh, scheiße, okay. Also, ja, genau. Getan hat. Na, finde ich irgendwie echt, naja. Egal, okay, gut, das müssen die sich ja überlegen, die Storywriter, ne, aber ich hätte es anders gemacht. Ich auch, denke ich, aber. Ja. Müssen die wissen. Also, naja, eben. Und was geht bei dir jetzt heute noch? Nur noch hier Echo oder was? Weiß ich noch nicht. Ja. Wird sich zeigen. Heute ist Sonntag. Heute ist einer meiner entspannten Tage. Also kein Osterstream heute, oder? Nee, ich denke nicht. Ich bin jetzt so der christliche Typ. Naja, wir sollten ja beide eigentlich wissen, dass Ostern nicht sonderlich viel mit Christentum zu tun hat eigentlich, ne? Wieso? Naja, also eigentlich ist das ja Ostara, ne? Also eigentlich ist das ja quasi das Fest des Lebens, des Wiederkehrens halt eben der Natur, ne? Und nicht von Jesus Christus. Das ist richtig.
Und daher ist das schon ein Feiertag, aber ich würde jetzt auch nicht in die Kirche gehen oder so. Ich feiere es halt, indem ich halt einfach sage, genau, ja, heute einen entspannten, wie du das ja auch machst. Aber daher kann ich es verstehen, wenn du heute keinen Bock auf Stream hast. Oh, für mich ist es sowieso bloß ein normaler Tag wie jeder andere. Ja, na gut, das stimmt. Mal nebenbei ein bisschen aufräumen hier. Hast du, nee, warum hast du das Fenster wieder aufgemacht? Kommen die ganzen Fliegen rein? Ja. Ja, okay. Gibt Schlimmeres als Fliegen? Ja, aber ich habe jetzt schon zwei Wespen platt gemacht, ne? Und ich weiß auch nicht, die wollen sich hier irgendwie einnisten und das geht mir so auf den Sack, wenn die reinkommen. Weil, weißt du, so Bienen oder sowas finde ich ja geil, ne? Aber Wespen sind einfach so richtige Schmarotzer irgendwie. Die wollen einfach nur mein Fressen haben und hauen dann wieder ab, weißt du? Aber Bienen, da kriege ich ja wenigstens Honig von. Da habe ich ja kein Problem. Aber die Wespen, die mache ich eigentlich generell platt. Aber damit ich sie nicht platt machen muss, lasse ich am liebsten die Fenster zu. Ja, also bei die mir ist es so, ohne Scheiß, du kannst die Uhr danach stellen. Ich habe immer mein Fenster gekippt, ne, vor allem in der aktuellen Jahreszeit und so. Okay. Und du kannst ohne Scheiß die Uhr danach stellen, jeden Morgen zwischen 10 und 11 kommt bei mir eine Wespe reingeflogen, geht mir auf den Sack. Okay. Zwischen 10 und 11, Quatsch, zwischen 10 und 11, zwischen 8 und 9. Da kannst du die Uhr danach stellen. Ist echt so, kein Scheiß. Oh, Das war krass. schon letztes Jahr so, ich habe erst gedacht, ich bilde mir das ein. Also das ist dieses Jahr wieder so, weißt du? Ja, heftig. Okay, gut. Haben halt auch so ihre Zeiten, wenn die aktiv sind wohl, ne? Wenn die auf Nahrungssuche gehen. Und vielleicht merken die sich das ja auch hier, der Rainer lässt die Fenster auf, dann besuche ich den mal oder so, keine Ahnung. Kann ja sein. Also bei mir, ich habe das noch nicht so verfolgt. Wenn die reinkommen, dann mache ich die Platte und dann ist gut. Was ist denn mit einem so einem Fliegengitter? Ja, also ich habe ein Fliegengitter, ne? Also draußen, ich habe einen Wintergarten. Ne? Der ist normalerweise auch auf und der hat ein Fliegengitter, damit die da nicht durchkommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wie jetzt gerade im Wohnzimmer sitze, und ich mache die Fenster auf, dann freuen die sich natürlich und kommen reingeflogen, weil ich habe vor meinen Fenstern so einen riesigen Busch, damit mir da nicht die ganzen Nachbarn quasi reinschauen können. Also ich rasiere meinen Aber. Busch regelmäßig, damit er nicht zu groß wird. Ja, aber bei mir sollen die Leute halt nicht durchschauen, Also den Busch sollte normalerweise keiner sehen. Wobei, bei mir weiß ja jeder, wie der Busch aussieht. weißt du? Ja, tatsächlich habe ich den Part noch nicht so von dir verfolgt. Muss ja auch nicht. Nee, Kann muss jeder ja nicht machen, wie er sein, ne? mag. Ja. Ja, eben. Genau. Jetzt werde ich schon wieder eine Hacke bauen, eine Axt bauen. Langsam geht's mal auf die Nerven. Warte mal, kann ich ein Repair-Tool bauen? Ein Forschungstisch Ja. sollte ich bei Gelegenheit auch mal bauen. Ja, wie gesagt, also wenn du mal Bock hast, die Halo-Teile zu dördern, ey, ich zock gerne mit. Also gerade im Koop, ich finde Halo bockt einfach unglaublich viel. Also der Mehrspieler-Modus ist zwar auch recht nice, also wenn du jetzt im Versus spielst, aber ich sag gerade mal, Koop ist ja eigentlich so das Herz, finde ich, von Halo. Und ja, wenn du da Bock haben solltest, bin ich gerne mit dabei. Aber ich glaube, du hast ja so viele andere Projekte. Ja, derzeit schon. Ich hoffe, Ja, dass ich muss. Mario irgendwann nochmal kommt. Welches Mario? Also Mario Maker, dass du zeigst, also so ein paar Level machst oder so vielleicht. Ja, irgendwann mal. Muss ich mal machen. Ich muss aber sagen, Mario Maker, da würde ich glaube ich lieber den 1er spielen als den 2er. Weil der 2er irgendwie. Weiß ich nicht, ich finde die Steuerung irgendwie unpraktisch. Der Einser ist noch auf der Wii U, oder? Richtig, ja. Ja, den könnte ich mir auch nochmal anschaffen, weil die Wii U, die habe ich hier auch noch stehen. Aber ich habe nie einen Mario Maker gekauft, weil ich mir immer gedacht habe, gut, das ist dann so ein bisschen wie Garry's Mod, kennst du bestimmt auch, oder? Das kauft man sich, dann bastelt man da so ein bisschen herum, findet das ja auch ganz geil, aber so nach einer Woche denkt man sich so auch, man hat schon alles gesehen und dann hat man irgendwie keinen Bock mehr.
keine Ahnung, ich glaube, ich brauche da so eine Story, die mich so ein bisschen fesselt. Deswegen, ich glaube, so Survival-Games wären für mich auch nicht so richtig was, weil ich glaube, da bin ich schnell gelangweilt, weil ich irgendwann nicht mehr weiß, was ich da eigentlich mache. Also der zweite Teil von Mario Maker hat eine Story. Mehr oder weniger. Ach, was, echt? Ja, ja. Ach, ja, krass, das finde ich auch sehr süß. Du hast bei Mario Maker, du kannst dir mal mein Let's Play reinschauen. Hust, hust, Werbung, 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 hust, hust, hust. Du kannst mal mein Let's Play reinschauen, da wo das Ganze, da zeige ich das Ganze mal, glaube ich. Bin mir gerade selber nicht sicher. Eine Spinne in deinem Haar? Ach, ist das deine Freundin? Ich dachte vorhin, das ist ein Junge und ein Kind. Das haben die Leute gestern auch schon hier im Discord alle gesagt. So, hä, wer hat hier ein Kind reingeholt? Ich sag so, das ist doch nicht ein Kind, das ist meine Freundin. Und so jung ist sie auch noch nicht. Noch nicht? Ja, außer ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren mit einem Jungen zusammen und ich hab's nicht gemerkt, weißt du? Das wäre natürlich ein bisschen krass. Naja, das merkst du ja spätestens, wenn er den Johannes zeigt. Ja. Oh no. Oh. Das sind Gedanken, die will ich nicht haben. Also nicht mit Kindern. Och, komm, ist doch auch nicht schlecht. Mal so ein bisschen in Lulli reinhalten. Oh. Alter, nein, nein, nein. Ich habe gerade gefrühstückt. Ach, es gibt Schlimmeres. Nee, nee. Nee, das muss nicht sein. Auch so ein bisschen anpassen. Jeder, wer will, aber gerade wenn man denkt, das ist ein kleiner Junge, ne, da hört es ja auch. Ja, kleiner Junge ist sowieso auf, nicht. Oder? Oh Gottes Willen, ja, auf jeden Fall. Das geht gar nicht. Also, boah. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, das ist ja dann so. Es ging ja gerade eher um Junge als solches, also als Mann quasi dann. Nee, ja. Also Kinder gehen gar nicht. Das ist da kriege ich sowieso zu viel. Also da kriege ich echt, boah. Na, ich habe auch schon bei mir ist sowieso. Bitte? Ne, ich habe nur schon mal gehört, ihr wollt ja, glaube ich, sogar mal so ein hier Kinderporno-Scheiß per Mail geschickt oder so, ne? Nein, wüsste ich jetzt tatsächlich nichts davon. Aber es wurde bei mich aber schon ein Haufen Blödsinn erzählt, ja. Dass ich angeblich so und so bin oder das und das mache und ach, was weiß ich. Ja, gut, aber das ist ja, ich sag mal, wenn man Fame ist, ne? Wenn man Fame ist, dann kommen ja bestimmt viele Leute mit so einem Scheiß um die Ecke, ne? Ich meine, die Leute glauben es halt auch sofort. Also gut, bei Leuten wie Edati damals von der SPD oder der Kollege, gut, das kann ich mir schon vorstellen, dass das stimmt, aber ich sag mal, bei vielen ist halt auch viel Scheiße, was erzählt wird, ne? Um die Leute dann natürlich wieder runterzumachen. Auf jeden Fall. Das war ja damals das heißt, bei Ding auch, wo ich nicht weiß, ob ich das glauben soll oder nicht. Das war auch ein YouTuber, lass mich kurz überlegen, ich vergesse immer seinen Namen. Lord Abaddon. War das damals ja auch dieser Lord Abaddon-Skandal? Okay. Ja, da haben sie den auch vorgeworfen, dass der Kinderpornografie macht oder hat. Oder da drauf steht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob das so ist oder nicht, keine Ahnung. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Ich kann halt nur sagen, dass ich das für merkwürdig empfinde. Ja, das also, wie gesagt, wie die Leute mit mir umgehen oder was die Leute so über mich erzählen. Ja. Glaube ich sowas immer erst, wenn ich es wirklich mit eigenen Augen sehe oder mit Beweisen habe. Na klar. Aber meine Freundin ist alt genug, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Dass du alt genug bist. Kann man sich ja mal, kann man ja vielleicht mal einen Vierer machen. Kann man sich mal ja, genau. Reden. Ja, wenn du mal in Norddeutschland bist, ne? Jo, ich schau mal vorbei, wenn ich meine dabei habe. Oder wenn ich halt in Süddeutschland war unterwegs bin, wieder auf dem Summer Breeze. Jo. Da bin ich auch wieder mal. Aber ich glaube, dieses Jahr fällt das weg. Ja, ich glaube auch. Ich bin ja auch gespannt, was mit Wacken ist. Das werden sie auch ausfallen lassen müssen wahrscheinlich. Was sagst du gerade? Ich sage, Wacken werden sie auch ausfallen lassen das Jahr, denke ich. Ja, Wacken glaube ich auch nicht, dass das wird. Ne? Ich meine, das ist die größte Veranstaltung überhaupt. Da. Ja, Wolfzeit wird, glaube ich, stattfinden. Ich weiß nicht, Rainer, kennst du Wolfzeit? Ich kenne nur die Band. Oder nee, den Song kenne ich.
Nee, also, ja, von Wagen meinst du, ne? Aber aber Wag hat ja auch ein eigenes Festival. Ach so, ja doch, klar, freilich. Also, das Outdoor-Festival Wolfzeit, da bin ich zum Beispiel seit 2013 jedes Jahr. Und wir haben auch schon die Karten und alles hier, weißt du, jetzt kommt so ein Scheiß wie Corona, ey. Ja, das wird vermutlich ausfallen, das Jahr. Wünsche ich auch. Ja. Ja, ich habe ja mit dem... Ich habe ja mit dem Sänger, Schlagzeuger damals ein bisschen was zu tun gehabt, als ich mit YouTube anfing, weil der damals in die gleiche Disco gegangen ist wie ich in Nürnberg. Ach krass, echt? Ja, ja, weil die wohnen ja auch hier um die Ecke. Also, die kommen ja aus Coburg, die Jungs. Und das ist ja bei mir nur um die Ecke. Also, es ist ja bei mir nur ein Schuss weit. Ach was. Der Schlagzeuger von Wag da. Oh. War cool, ey. Das ist natürlich echt nice. Die ganze Band kommt halt aus Coburg und das ist ja bei mir so ein Lege, oder fast die ganze Band. Und das ich halt hab so gedacht, aber die kommen auch aus Thüringen, weil das ja mal alles so ein Thüringen ist da von denen, aber. Ja, nee, wusste ich jetzt auch nicht. Coburg ist, kommen die. Zumindest ein paar von denen. Ob es alles sind, weiß ich nicht. Wobei sich ja die Zusammenstellung von der Band ja auch schon ganz schön verändert hat jetzt, ne? Ich glaube, in den letzten Jahren ist ja wieder komplett alles umgeworfen worden. Haben die jetzt andere Mitglieder dort? Ja, ich glaube, von Wag jetzt das neue Album / Wolfzeit ist ja, glaube ich, auch schon nur noch mit den neuen Leuten. Und wer ist da jetzt alles raus und neu drinnen? Ich glaube, nur noch der Frontsänger ist der alte. Okay. Haben sie ein Ding rausgehauen, okay. Ja, ich weiß nicht, ob die sich verstritten haben oder ob die einfach keinen Bock mehr hatten. Vielleicht, weil es hieß ja auch immer, die wollen ja eigentlich mehr weg von dieser ganzen Pagan-Geschichte und wollen halt einfach nur noch so ihr eigenes Metal-Ding durchziehen, aber ich glaube, das ist nicht so geil angekommen, weil dieses Ende aller Lügen und sowas, das war ja dann schon nicht mehr so der Top-Reiter von denen. Und kann sein, dass der Frontsänger gesagt hat, nein, ich will im Pagan-Bereich bleiben. Und der Rest hat gesagt, nee, wir machen jetzt unseren eigenen Scheiß. Kann ja auch sein, weiß ich nicht. Möglich, ja. Man zählt mal bei Gelegenheit anschreiben. Ja, ja, am besten. Ich habe die letzte Zeit überhaupt nicht verfolgt, deswegen weiß ich davon gar nichts. Ja, ich habe dich das letzte Mal jetzt letztes Jahr gesehen auf dem Wolfzeit-Festival halt und noch vorher auf dem Ragnarök-Festival, ist ja auch bei dir um die Ecke. Da waren wir ja auch letztes Jahr. Also wir sind tatsächlich öfters bei euch in der Nähe da. Naja, Ragnarök ist in Lichtenfels, das sind etwa 112 Kilometer. Ja. Summer Breeze ist in, oh Gott, wie heißt das Ortschaft? Die ist auf jeden Fall auch etwa 108 Kilometer entfernt. Plus minus. Ja, und ansonsten halt Nürnberg ist ja knapp 35 entfernt, Erlangen ist 35 entfernt, Fürth genauso. Dann haben wir Ansbach mit etwa 36 Kilometern und Würzburg mit etwa 65 Kilometern. Also überall irgendwo Zeug, wo ständig Musik und so ist. Ja, das ist schon gut Party, ey. Das ist schon heftig. Ich könnte das nicht so, wie du den ganzen Tag zu Hause sitzen. Wenn da so geile Bands sind, Alter, dann musst du doch raus. Wer sagt, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze? Nein, aber ich sag mal, zu sowas wie Ragnarök und sowas hast du ja gesagt, da gehst du ja nicht mehr hin. Doch. Oder Summer Breeze. Ja? Würdest du da mal wieder Ragnarök hin? Ragnarök ist eines der letzten Festivals, wo ich war. Und es war jetzt mal 17, müsste das gewesen sein. Ja, krass. Ja, da musst du mal Bescheid sagen, Alter. Dann können wir uns da zusammen hinstellen. Ja, da ja, wie gesagt, also Ragnarök bin ich gerne auch wieder mit dabei. Man muss nur gucken, wie die Übernachtung da ist, ne? Weil in dieser Sporthalle, das ist ja immer ganz schön Krebs. Ja, die Sache ist, ich gehe halt da eigentlich, ich gehe da halt gar nicht irgendwie mehrere Tage hin mehr. Ich fahre da einmal einen Tag oder was hin und dann fahre ich am nächsten Tag wieder heim. Und die Sache ist, ich sag das auch nicht wann und wo. Und wegen den ganzen Idioten da draußen, ne? Ja, gut, ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Ja, gerade wenn du jetzt irgendwo ein Zelt aufbaust, das Zelt, das ist ja weg. Deswegen baue ich ja nicht die Zelte, dingsig. Ja, also ich baue kein Zelt auf, ich schlafe im Auto. Beziehungsweise das letzte Mal, dass ich das vom Festival war ja mit dem Mondeo damals noch. Jetzt mit dem Audi weiß ich gar nicht, ob ich im Auto schlafen könnte. Mit dem Mondeo, der hat halt unfassbar viel Platz hinten drinnen. Ja.
Ich würde ihn auch echt gerne wieder herrichten, aber die Kohle dafür fehlt halt einfach. Ja, das Problem, das kenne ich. Das ist bei mir gerade ähnlich. Ich habe auch nicht so die Knete für sowas. Das ist vielleicht doch mal, vielleicht soll ich mir überlegen, doch mal ein Lotto zu gewinnen. Ja, ja, ich bin auch immer am Überlegen, mal so ein Millionär werden, wäre vielleicht mal ganz cool, aber... Ja, es hat halt auch seine Nachteile. Ich meine, wer will schon jeden Morgen Eier Benedikt essen und wer will schon jeden Morgen irgendwie mit drei geilen Chicas im Bett aufwachen und nebendran noch die Frau, die dann auch noch irgendwie zwei Macker dabei hat, weil die letzte Nacht mal wieder hart geworden ist. Also wer will das schon jeden Tag haben, weißt du? Nee, eben. Ist ja auch langweilig. Aber wären halt schon geile Orgien, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber gestern habe ich auch schon gesagt, ich bewege mich auch ein bisschen so in diese Szenen so, ne? So Club-Szenen und alles. Und ja, es ist schon interessant halt so wie manche Leute leben. Schon spannend. Ja, ich war ja bis jetzt immer so ein bisschen der Verklemmte in der Richtung, aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal irgendwann, ne? Ich meine, vielleicht kannst du da ja mal wieder so eine Art Aufklärungsvideo machen und das nochmal ein bisschen alles erläutern, weil ich bin jetzt nicht so der Typ, der sowas googelt, aber wenn du das irgendwie nice schilderst, dann... Über das Thema Sex muss man sich halt informieren, wenn man sowas sich sowas interessiert. Aber da gibt es ja auch, genau wie im Metal oder im Rock oder anderen Sachen, Alter, was war das? Da ist irgendwo immer eine Rückkopplung, ne? Da ist manchmal, das ist halt auch eine richtige Szene, ne? Ja. Wo man sich da bewegt, von daher. Hm. Oh, meine Freundin ist völlig verwirrt, sie blickt hier gerade gar nicht mehr durch, sie hört immer nur so auf einem Ohr mit. Okay. Naja, aber du hattest das ja auch schon mal gemacht, so ein bisschen da, wo du ja auch erzählt hast, da mit der Sauna und so welche Sachen, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht, so szenemäßig, keine Ahnung. Ich kenne mich da, wie gesagt, nicht so mit aus. Keine Ahnung, so. Aber wäre vielleicht mal ganz spannend. Weil Sex an sich ist das Thema, das ist ja durchgelutscht. Ich glaube, das weiß ja jeder. Das kennt ja jeder. Aber so Szene, es gibt ja ganz viele verschiedene Szenen mit verschiedenen Vorlieben und sowas. Und wenn du dich damit auskennst? Ein bisschen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich damit mega auskenne. Aber ich bewege mich halt ein bisschen in diesen Szenen aus verschiedenen Bereichen, ob jetzt für Männer oder für Frauen oder generell halt in der Szene ist es halt, auch eigentlich genau wie alles andere, also auch Metal und Gothic und alles oder auch Musik halt generell hat ja auch alles seine Bereiche, seine Szenen und so. Und das ist alles nichts Ungewöhnliches so. Aber du meinst jetzt nicht, es gibt eine Metal-Sex-Szene, oder? Gibt es tatsächlich auch. Ach krass, okay. Tatsächlich sind sogar, nicht alle, aber ich habe auch tatsächlich schon Leute auf Festivals getroffen, die haben mich einfach mal zu sich ins Zelt eingeladen, wenn du verstehst. Ach was. Mhm. Auf dem Festival oder was? Ja, das war sogar noch vor YouTube. Naja. Und dann gab es da in so einem Zelt einfach mal so einen Rudelspaß oder was? Jo. Es war einfach mal ein Pärchen. Die standen halt drauf, sich irgendwelche Typen zu suchen, die sie interessant fanden. Und mit denen ist man dann halt einfach ins Zelt gegangen. Die haben ihn dann eingeladen. Mhm. Und ja, dann ist er halt ein bisschen zur Sache gegangen. Ach, krass. Heftig. Da habe ich noch nichts von gehört gehabt. Aber das ist ja geil. Ich meine, man lernt halt noch nicht aus, ne? 2011 bin ich mal an einer Frau vorbeigekommen, die gerade einen Mann ins Ohr geflüstert hat. Das war auch so auf dem Wacken damals. Und das Einzige, was ich noch mitgekriegt habe, als ich vorbeigelaufen bin, was sie natürlich besprochen haben, weiß ich nicht. Aber ja. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass er sie angeschaut hat und gemeint hat, was, jetzt willst du gehen? Also, wer weiß, was die ihm erzählt hat. Meine Vermutung war schon damals, dass die ihm da vielleicht auch irgendwelche Angebote gegeben hat. Das war allerdings eine Frau, die war locker, ich sag mal so, die hätte seine Mutter sein können, schätze ich mal. So ja gut, aber da hättest du ja sonst reinspringen können, oder nicht? Naja, ich war damals ja auch erst 19. Du magst ja... Nee, 20. Also ja gut, aber du magst ja auch ein bisschen ältere Frauen, ne? Ja, ich stehe generell auf ältere. Also, das ist zum Beispiel die Sache, warum ich immer sage,
dass sowas wie Kinder wäre sowieso, wäre schon allein in der Hinsicht nichts, dass ich sexuell generell sowieso auf Erwachsene stehe, also auf Ältere als mich sogar. Weil das dann die Leute, die Hater führen halt immer an so, oh ja, du hast gefacht und gedacht und gemacht und keine Ahnung. Und dann denke ich mir jedes Mal so, das ist zwar genau das Gegenteil von dem, worauf ich stehe, aber ist recht. Ja, gut, ja, aber die haben halt auch keine Ahnung, die wollen dich halt nur triggern, ne? Das ist korrekt, ja. Aber ich glaube, ich gehe gleich nochmal eine Runde spazieren, ne? So ein geiles Wetter draußen, ne? Wie, ich soll hier Sachen packen hier? Oder? Oh, Baby. Jetzt muss ich hier T-Shirts falten, ne? Tja, Pest. Ja, das ist doch scheiße, ne? Och, gibt Schlimmeres. Ja, aber ich bin ja eigentlich hier der Mann im Haus, ne? Wenn du das sagst, wirst du wahrscheinlich, wenn du ein bisschen Pech hast, heute Abend auf dem Sofa schlafen, vermutlich mal. Ja, ich meine, gut, die letzten Tage schlafe ich immer auf dem Sofa, aber freiwillig. Aber sie schläft mit mir auf dem Sofa. Hört sie gerade zu? Ja, ich habe hier auf Lautsprecher. Ja, dann weißt du was, Mädel? Wir gehen aufs Sofa und wir benutzen das Bett. Ganz einfach. Komm ich vorbei. Passt. Sie grinst. Ich hoffe für mich, sie will das nicht. Ach, der Sketcher. Ich sag mal so schön, einmal ist keinmal, ne? Ja, eben. Mein Bett ist groß. Mein Bett ist groß, muss man dazu sagen. Also. Meins auch. Das gefällt mir irgendwie nicht. Was gefällt dir nicht? Ach, hier, die Tische hier, die passen nicht. Das Problem in dem Game hier ist, man muss für bestimmte Tische bestimmte Größen an Räume bauen. Okay. Und wenn die Räume nicht groß genug sind, hast du Pech. Ja. Ja, okay, gut, wie gesagt, also so, das sowas würde mich dann einfach schon wieder richtig nerven. Ja, durchaus. Hast du eigentlich mittlerweile hier eine Xbox One oder was hast du alles für Konsolen? Ich habe keine Xbox One, ich habe aber auch kein Interesse, meine zu holen, wenn ich ehrlich bin. Nee? Nee. Wieso das denn nicht? Warum soll ich mir eine Xbox One holen? Naja, wenn nächstes Jahr das neue Halo rauskommt. Ach du, ich habe, wie gesagt, gar kein großes Interesse daran. Nee? Ich zocke eigentlich nur ganz bestimmte Spiele gerne mal. Und Halo ist gut gewesen, ja, aber der 4er war schon immer so der Oberbringer. Und ich weiß nicht. Ja. Ja, vielleicht lohnt sich das auch alles nicht mehr. Das stimmt. Vielleicht bist du ja bald der Classic Lord. Weil du halt eben nur noch alte Teile spielst, weißt du? So die Zeit, die wandert. Es kommen immer wieder neue Spiele raus, aber du bleibst halt bei Mario Maker 1. Bin ja inzwischen auch nicht mehr der Jüngste. Nee, eben. Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen, bis ich in deinem Alter bin. Ich bin jetzt ja erst 27. Das ist ja noch nicht so wild. Ich habe ja noch ein bisschen. Jo. Genau, bevor ich die Treppe fliegen muss. Genau. Oh, das weiß ich gar nicht. Wie ist das bei euch in Bayern? Habt ihr das auch da so mit euren Bräuchen, wenn man jetzt 30 ist und noch nicht verheiratet ist? Was? Ja, dass man jetzt zum Beispiel, also bei uns ist das zum Beispiel hier in Bremen, wenn du 30 bist und noch nicht geheiratet hast, dann musst du zum Beispiel in die Stadt zum Dom und die Scherben von den Treppen wegfegen. Bah. Ja. So alte Tradition. Gibt's ja vielleicht bei euch auch. Keine Ahnung. Nee? Weiß ich nicht. Ich habe gerade gedacht, bei euch gibt es da noch einiges, weil bei euch ist das ja noch alles so ländlich und alt. Da gibt es ja öfters mal noch so ganz coole Sachen so von damals. Ja, vielleicht gibt es da ja sowas Ähnliches.
Aber meine Freundin ist Amerikanerin, die kennt das alles so noch gar nicht. Bist du da jetzt gerade am Tippen oder was? Was, ich oder was? Jo. Ich tippe nix. Ach so, dann war das jemand anderes. Ich bin am Zocken wie immer. Woran bist du? Bist du jetzt gerade am PC mit Joystick am Zocken oder wie zockst du das? Nee, schon mit Maus und Tastatur. Aber ich bezweifle, dass du meine Tasten groß hörst, weil ich gerade nur rumstehe. Ach so. Winziges Lager, Werkbank, bla 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 bla. Truhe, Talgkerze. Warum streamst du eigentlich nicht auf Twitch? Was soll ich auf Twitch streamen, wenn ich auf YouTube fast 100.000 Abonnenten habe? Ja, streamst du gerade? Nein. Ja, das meine ich damit. Könntest du jetzt auch noch streamen? Ja, könnte ich. Aber Sonntag ist, wie gesagt, mein Ruhetag. Und Ostern. Ostern ist auch noch, aber das interessiert mich nicht. Aber ich bin ja erstaunt, wie ruhig der Chat hier ist. Weil ich war ja gestern mal im Einser drin und das war ja irgendwie, ist ja schon ein bisschen asozial hier manchmal, ne? Es liegt daran, dass ich da bin. Auch auf die Gefallen, dass es jetzt arrogant rüberkommt. Ja, weil sonst wird gebannt, ne? So ist es. Aber gestern. Boah. Ja, stimmt. Das. Gestern war da irgendwo so ein Achtjähriger im Channel 1. Das war richtig sick. Das kann sie gar nicht ausmalen, Mann. So ein Achtjähriger, also wirklich ein Achtjähriger, das war jetzt kein Mädel oder so. Und so, als ob so die ersten Worte gewesen wären, so von wegen scheiß Drache und sowas, weißt? Da haben wir uns auch gedacht, so, was ist denn da los, ey? Ah ja. Na. Ach, ich hab hier ein kleines Kind. Ja. Wo ist seine Eltern? Einfach richtig. Irgendwoher kenne ich die Stimme von deiner Freundin allerdings. Die Stimme? Mhm. Okay. Hört sich irgendwie an wie Pizza-Mädel. Wie was? Pizza-Girl hat sie geheißen, glaube ich. Nee, also Mädel hier drauf gewesen. Ne, tatsächlich hat meine Freundin erst seit 2 Tagen Discord. Okay. Also ich habe auch Discord, aber mein Handy, ich bin hier nicht reingekommen in die Lobby. Und meine Freundin aber, und deswegen habe ich gerade das Handy von meiner Freundin. Achso. Aber so mit Pizza haben wir nichts am Hut. Wir essen gerne Pizza. Aber ich glaube, das tut jeder, oder? Bestimmt, ja. Wobei, es gibt mit Sicherheit Leute, die Pizza nicht mögen. Ja gut, ja. Nö. Ja. Sowas mit Pizzamädel kennen wir nicht. Wahrscheinlich auch besser so. Wieso? Ist das eine Haterin oder? Ja, ich weiß nicht, ob die eine Haterin ist, aber auf jeden Fall ist die unfassbar nervtötend. Also ganz ehrlich, wenn die spricht, ey, da willst du am liebsten ein Messer in die Pulse dann jagen. Das ist echt so. Hast du eigentlich diesen NWO-Typen mal rausgebannt, wie du angekündigt hattest? Welchen NWO-Typen? Eli oder wie der hieß. Ist der auch von NWO? Keine Ahnung. Ja, den banne ich regelmäßig. Das ist mittlerweile schon ein kleiner Running-Gag auf dem Server. Die NWO eigentlich erlaubt hier? Oder gewünscht? Wenn man sich vernünftig verhält, ist man erwünscht, solange man keine Scheiße baut. Wenn allerdings ich feststelle, dass ich jemanden immer wieder gebannt habe, dann fliegt der ja aus Prinzip raus. Das ist zum Beispiel der Fall bei Heli. Mein oben im Raum 1 ist NWO-Kai. Ich habe sogar 2 Normal-User, also Mitglieder, die NWO-Typen sind, die sich halt hier bisher noch nicht auffällig verhalten haben.
Einer von denen ist zwar schon auffällig geworden auf meinem Teamspeak damals, aber bisher ist er mir hier noch nicht negativ aufgefallen. Und solange er das nicht ist, ist das kein Thema. Und das ist übrigens, mittlerweile ist der Server ja geboostet. Und das war einer von denen beispielsweise auch, also einer von diesen NWO-Typen. Was heißt geboostet? Man kann den Server boosten. Dann habe ich zusätzliche Fähigkeiten, zusätzliche Sachen. Andere Icons oder so, oder kann animierte Icons oder so mit reinnehmen. So ein Zeug. Ah, das ist so eine Bezahlvariante. Genau. Und da gibt es halt mehrere Stufen davon und eine Stufe davon ist halt der von dem geboostet worden. Aber Rainer, jetzt musst du dich auch nochmal entschuldigen bei meiner Freundin. Jetzt hat sie sich so gefreut, dass sie hier drin ist und jetzt hast du gerade gesagt, dass du ihre Stimme nervtötend findest. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich sagte, die Stimme von Pizza Girl ist so nervtötend. Ihre Stimme kenne ich. Du hast doch gedacht, dass sie Pizza Girl ist. Naja, nur weil ich sie nicht richtig verstehe. Ich höre sie ja nicht richtig. Ich höre ja nur das im Hintergrund. Ja, sonst warte. Ja, kann ich verstehen. Alles gut. Na ja, okay, jetzt zum Beispiel habe ich sie genau gehört und jetzt kann ich sagen, das ist definitiv nicht die Stimme. Okay. Weil vorher habe ich sie nicht gehört. Na ja, gut, jetzt ist sie wieder Happy Drache. Alles gut. Alles gut. Ah. Ich mach Frauen gerne glücklich. Ich kann ja gerne mal vorbeikommen, dann ist sie bestimmt auch glücklich. Hust. Ja, bestimmt. Aber wie gesagt, bis hier nach Norddeutschland ist ein bisschen. Geht alles. Aber das schaffst du auch noch. Geht alles. Eine echte Mannschaft, alles, was er sich vornimmt. Genau. Bin ja schließlich kein 18-jähriger Student, der hier meint, er sei King und ist letzten Endes der letzte Loser. Ja, Studenten halt, ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt alle über einen Kamm scheren. Ich kenne auch ein paar Studenten, die echt in Ordnung sind. Aber die Vögel, die bei mir immer den Hater markieren, das ist einfach nur eine lustige Witzfigurengeschichte. Aufmarsch der Idioten sozusagen. Oh, Südi, guck mal, was ich in meiner Hosentasche gefunden habe. Was findest du denn in deiner Hosentasche, was du deiner Freundin zeigen willst? Sag mal. Drecksau. Such dir Sachen aus deiner Hosentasche, Alter, weißt du? Und sag das an seiner Freundin und das ganz ungeniert im Stream, Alter, im Teamspeak noch nicht. Das ist Schweinerei hier. Ja, tatsächlich habe ich jetzt Ewigkeiten Haargummi gesucht, weil ich langes Haar habe. Okay. Aber ja, jetzt hatten wir gestern so einen Notstand, weil wir keine Haargummis mehr hatten. Und jetzt habe ich gerade in meiner Hosentasche noch eins gefunden. Du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn du irgendwas suchst, findest du es nicht, bis du es dann nicht mehr brauchst. Hat einen Gummi in der Hose gefunden. Ja, wie gesagt, ich sag ja, der findet ja Sachen in seiner Hose und zeigt das seiner Freundin, Alter. Ich habe jetzt schon mal das T-Shirt ausgezogen. Ah ja. Siehst du, da ist schon einer bereit, der will schon mitmachen. Ja, also noch hat Discord, glaube ich, hier keine Videoübertragung, ne? Doch. Ach echt? Doch, schreib mich privat an, Baby. Man kann durchaus. Discord ist genau wie Skype, nur dass es die Funktionen von Teamspeak mit in sich vereint. Und ach, besser krass, ist. Ja. Und besser ist. Ja, ich glaube, ich kriege meine Freundin dazu nicht bewegt, dass wir hier nochmal so eine Live-Maschine haben. Ach, das ist meine Aufgabe, sie zu überreden. Kriege ich schnell hin. Bis jetzt habe ich noch jede rumgekriegt. Ja, wenn wir dich immer öfters antreffen. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht so lange hier. Wir können gerne auch gerne mal einen Raum. Zu zweit oder in dem Fall nur zu dritt. Oh, das wird geil. Ja, zu dritt läuft. Jo. Ich glaube, meine Freundin ist genervt. Ich glaube, ich muss das erstmal zurücknehmen. Ja, vielleicht, wenn du richtig gutes Halo-Let's Play machst, dann vielleicht überreden wir sie da.
Ich lasse mich nicht bestechen. Das ist ja kein Bestechen. Das ist ja nur der Arbeiten. Bestechen ist was anderes. Ah, ehrlich. Alter, Mann, dieses Haus, ne? Das kostet mich die ganze Zeit. Das ist voll übel. Seit wann hat der Raum 2 eigentlich eine Obergrenze von 15 Leuten? War das nicht gestern irgendwie noch 20? Ja, und gestern waren es auch noch zwei Räume pro Zahl. Ach so, du kannst das jederzeit individuell vorstellen, oder was? Na klar. Ich habe gestern auch keine Mitgliederringe gehabt. Ach ja. Aber was gibt's denn jetzt für Ringe? Wenn du willst, dass der Voice nicht vollläuft, dann müsstest du die mal ein bisschen öfter ver... Wenn die Voice alle voll wären, dann würde ich das vielleicht nochmal in Erwägung ziehen. Natürlich kannst du damit zeichnen. Deswegen ist das Papier ja da. Ja, aber vielleicht macht das Sinn, Drache, mit Rängen. Weil dann hast du vielleicht auch nicht das Problem mit den ganzen Schund. Weil ist das für dich ein bisschen weniger Stress dann. Na, jetzt habe ich hier keinen Sound mehr. Ja? Doch. Doch, ich glaube, ich habe alles gut. Aber da mit der Familie hast du jetzt so gar keinen Kontakt mehr, oder? Nicht, wie ist das jetzt mit den mit den Feiertagen ist dann da überhaupt kein Kontakt mehr? Soweit ich weiß, habe ich keinen Kontakt mehr. Oha. Ja, das ist ja echt heftig. Es gibt Schlimmeres. Naja. Hauptsache gesund, ne? Ja, so ungefähr. Aber mit deiner Schwester hast du dich doch nie wirklich verstritten, oder nicht? Du, ganz ehrlich, mein Privatleben werde ich bestimmt nicht mein Privatleben vor euch ausbreiten. Na gut, ne, musst du ja auch nicht. Ist jetzt nur wegen Feiertagen und so, ne? Da kommt man ja hin und wieder mal auf so ein Gespräch. Aber ne, wenn dich das belastet oder so, oder wenn du das einfach nicht... Das belastet mich überhaupt nicht. Ich will darüber reden, weil es euch nichts angeht. Ganz einfach. Ne, ist ja kein Problem. Alles gut. Tut mir leid. Ich werde es überleben. Denke ich. Hoffentlich. Wir wollen ja noch ein bisschen was von dir haben, ne? Deswegen immer Hände waschen, Corona ernst nehmen. Aber ich glaube, vor Corona hast du ja nicht so viel Angst. Nö, nicht wirklich. Wenn ich Grippe hier, juckt's halt keinen mehr. Ah, also ich würde auf die Beerdigung kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, also das kannst du ja. Andere wahrscheinlich. Aber trotzdem. Ah, ja, weil... Ey, dann musst du doch ein bisschen positiver in die Zukunft sehen. Das kannst du nicht sein. Das ist doch nicht schön. Positiver in die Zukunft? Also ich glaube, dass ich mehr als positiv genug in die Zukunft gucke. Sido und so? Na gut, ja, Sido. Was, ja, das war jetzt natürlich nochmal ein Highlight, ne? Was hat das mit Sido zu tun? Ja, wenn du was mit Sido machst, dann kommen die Groupies zu dir hingeflogen. Du, ganz ehrlich, an Groupie-Mangel an Groupies habe ich keinen Mangel, so rum. Aber die Art Groupies, die auch Kohle da ist, weißt du? Und wie gesagt, daran habe ich gar keinen Mangel. Und Kohle schon? Naja, Kohle ist was anderes, wie die Leute, die mir dann was unterstützen oder so. Ich habe jetzt auf YouTube schon mehr, Abonnenten, als ich die letzten Jahre auf Ding hatte.
Ja, also ich sehe es kommen. Mit Merchandise. Da kannst du jetzt doch mit Sido super geil irgendwie bestimmt was machen, oder nicht? Kannst du doch vielleicht versuchen, mit Sido zusammen so eine Merch-Serie rauszubringen. Ich hab's schon dutzenden anderen Leuten gesagt in den letzten zwei Tagen. Ich werde Sido nicht mit irgendeinem Scheiß langweilen. Also, wenn da irgendwas zustande kommt, dann wird er sich bei mir schon melden in Bezug auf das. Ansonsten werde ich ihn deswegen nicht irgendwie langweilen. Ich glaube, der hat schon Bock. Oh, naja, wenn er Bock hat, dann würde er es mir mit Sicherheit mitteilen. Und dann soll er mich nicht langweilen. Es gibt mit Sicherheit genug Leute da draußen, die damit auf den Sack gehen, und ich bin keiner von den Menschen, der anderen Leuten auf den Zeiger geht. Stell dir mal vor, in einem Jahr hockst du bei Joachim Klaas auf der Couch. Ja, Mann. Tja, das wird definitiv nicht passieren. Wenn Sido so weitermacht, der hat die Connection. Ich habe die Connections auch. Die haben mich bereits mal angesprochen. Du meinst dieses Worldwide Wohnzimmer, ne? Die haben mich mal gefragt, ob ich mitmachen will, ja. Die haben mich mal eingeladen. Was gab's an Gagen? Gar nichts, weil ich nicht mitmachen wollte. Aber gab's kein Angebot, was Gage angeht? Ich habe nicht nachgefragt. Die haben mich lediglich gefragt, ob ich Interesse habe, und ich habe gesagt, nö. Hättest sagen müssen, ja, aber für und dann dein Preis, ne? Du, ich habe kein Interesse daran, mich an irgendetwas hochzuziehen. Entweder es ergibt sich was oder nicht. Ich werde mir nicht den Arsch dafür aufreißen, dass ich mich hinterher dadurch zum Idioten mache. Aber stell dir mal vor, du machst einmal sowas mit, da kannst du BLM gleich mit einem Schlag abbezahlen, den ganzen Scheiß, ne? Wäre das alles vorbei. Könntest du wieder Geld verdienen mit YouTube und Juno und so? Oder nicht? Oder kannst du das wieder? Mag sein. Was du davon hättest? Naja, Geld. Geld ist nicht alles. Na gut, das stimmt schon. Aber Geld hilft. Geld bedeutet Festival. Ja, genau. Geld bedeutet Festival, sagte meine Freundin gerade. Damit hätte ich kein Problem. Was sagst du? Damit hätte ich kein Problem. Ich brauche bloß am Festival anschreiben, und dann kriege ich natürlich auch Möglichkeiten, mir Karten zu holen. VIP-technisch und so weiter. Damit habe ich kein Problem. Ja, hättest du mal wieder Bock auf Summer Breeze nächstes Jahr oder so? Wenn das mit der Corona-Scheiße vorbei ist? Also ich war letztes Jahr, das war okay, wie immer. Ja, warst du letztes Jahr auf Wolfzeit? Auf dem Summer Breeze? Ja. Ach krass. Das kriegt nur keiner mit, weil ich das niemandem mitteile. Verkleidet oder was? Nee, ich bin da halt bloß einen Tag oder zwei Tage. Keine Ahnung. Aber dich sieht doch jemand. Ja, schon. Ich habe auch hier und da mal ein Autogramm gegeben, aber tatsächlich hat das irgendwie keine Sau interessiert, das zu veröffentlichen. Vielleicht lag es daran, dass ich darum gebeten habe, es zu machen. Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall einige, die mich erkannt haben. Ja, vielleicht läuft man sich da ja mal über den Weg, weil normalerweise bin ich auch regelmäßig auf dem Summer Breeze. Das ist einfach das Geilste. Aber genau, aber du musst unbedingt mal zum Wolfzeit, Junge. Wolfzeit, das ist einfach am geilsten, Mann. Schön mit Marc und so. Muss ich mal meinen Pullover anziehen. Obwohl es eigentlich recht warm sein sollte heute, ist es echt arschkalt gerade. Echt? Bei dir ist kalt? Ja, relativ. Und ich habe eigentlich jetzt keinen Bock, meinen Ofen anzuzünden. Ach krass. Bei uns ist hier alles kalt. Und bei mir hat es gerade im Zimmer 20 Grad, also es ist arschkalt. Was? 20 Grad findest du kalt? Alles unter 30 Grad ist kalt. Oh, Alter, da bin ich genau das Gegenteil von dir. Verstehe mich nicht falsch, ich renne ja auch in meinem T-Shirt und kurzen Hosen rum. Es hält mich also nicht auf. Aber ich bevorzuge trotzdem etwas. Ich bevorzuge trotzdem etwas wärmer. Hallo. Im Winter hat man deinen Atem gesehen und ist gesagt, du frierst nicht. Mir gesagt, es hält mich nicht auf, wenn ich was vorhabe. Eben.
Naja, aber wie gesagt, was sagst du denn von Wolfzeit, oder ist das zu weit weg? Ich hab doch schon mal in meinem dazu gesagt, dreimal sogar schon. Hast du? Ja. Worum geht's? Oh. Festivals. Ach, nicht mein Fall. Was? Na, gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's naja, also, du, ach, ja, nee, das stimmt, du hattest ja gesagt, wegen dem nur einen Tag am besten, ne? Wegen Übernachtung ist kacke, ja. Gut, das lohnt sich dann sowieso nicht für Wolfzeit, glaube ich, weil das ist ja da mitten in Thüringen. Ich glaube, da brauchst du ja, was weiß ich, 5 Stunden hin oder was. Das lohnt sich ja nicht für einen Tag. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. Es geht. Bin schon weitergefahren für wenige. Na gut, ne, wenn dann da schön Wag spielt, ne, dann kann man das eigentlich auch mal machen, oder? Ja. Eine Runde Wag, eine Runde Moshpit und danach geht's ins Auto und wieder heim, ne? Lohnt sich eigentlich schon. Hast du eigentlich Flugangst, Rache? Hamburg. Was verstehst du an der Flugangst? Ja, wenn es jetzt heißt, hier Freundin besuchen, die kommt aus England und die hat dir einen Flug gebucht, würdest du dann lieber sagen, ja, dann nehme ich lieber ein Buch. Hi. Wenn mir jemand was gebucht hat, wäre das nicht extrem undankbar, das nicht anzunehmen? Ja, deswegen. Aber deine Angst wird es ja rechtfertigen. Es abzulehnen. Rainer hat auch keine Angst vor Corona, also ich glaube nicht, dass Rainer Angst hat. Bist du schon mal geflogen? Nein, ich bin noch nicht geflogen. Okay. Aber so Höhenangst und so Flausgefühle mag. Doch, ich bin schon geflogen, auf Small. Naja. Aber das sind wir alle schon. Vielleicht ist das ja die Achillesferse des Drachenflugzeuges. Nö, halte ich für ein Gerücht. Aber das wäre doch geil, wenn du jetzt so eine Airline eröffnen würdest, weißt du, so die Drachen-Airline, weißt du? Das wäre doch hammergeil. Kannst überall hinfliegen mit dem Drachen. Das klingt cool. Ich hoffe, jetzt hört hier niemand zu, der hier irgendwie Marketing studiert hat. Cool, das Zimmer, das Ding ist ja schon in Ordnung. Dann muss ich jetzt nur noch ein größeres Lager bauen. Was spielst du, Drache? Sieht man doch rechts. Wo zum rechts? 5. Mal wurde. Rechts in der Liste bei meinem Namen. Das wiederholt sich alles. Ja, sorry, ich bin komplett neu im Discord. Ja, genau, dasselbe habe ich vorhin auch gesagt. Echt jetzt? Ja, genau. Lol. Oh, geil. Ich bin eigentlich absoluter Teamspeak-User. Alles fast dasselbe, oder? Es kommt doch dasselbe raus, ja. Ja. Sag mal, Rainer, ist das jetzt eigentlich gratis da mit Discord oder was kostet das jetzt? Ich kenne mich jetzt nur so mit Teamspeak aus, aber wenn ich kostenlos. Jetzt einen eigenen Discord. Ja, echt? Es ist kostenlos. Ja. Es gibt allerdings die Option, dass ich hergehen kann und es kostenpflichtig machen kann. Und dann kann ich, wie gesagt, diesen Boost verwenden. Dann haben wir oben neben dem Namen vom Server haben wir so ein kleines Icon, wenn du siehst, so einen kleinen Kreis. Mhm. Und das ist quasi der Boost. Und das Coole ist, wenn du oben das aufklappst, den Server, kannst du sogar boosten. Das kann jeder machen, der will. Okay, guck gleich mal hier. Was bringt das genau? Naja, das siehst du, wenn du es boosten willst, steht dabei alles. Okay. Aber ich persönlich halte den Boost für lächerlich. Das hat gestern jemand gemacht. Ja, aber es hat halt nicht wirklich Auswirkungen auf euch oder so. Zumindest nicht auf die Normal-User, auf die undingsigen User, weil ihr könnt sowieso Emotes nicht verwenden, die ich drinnen habe. Das heißt, die Menge der Emotes spielt keine Rolle. Doch, man kann die auf anderen Servern benutzen. Ja, geht das?
Also wenn man dieses Nitro ab. Okay. Wenn man Nitro Classic hat, kann man das machen. Es verbessert auf jeden Fall die Qualität der Streams, wenn man streamen würde jetzt im Raum oder so. Und es verbessert die Qualität des Sprechens. Aber es ist doch besser, die Qualität im Kanal anstatt. Boah, was ist das denn für ein Scheiß? Aber was ist das denn für ein Kack-Feature, ey? Dann wird da extra die Qualität gedrosselt, damit man dann Geld ausgibt, damit man eine bessere Qualität hat? Nee, ich glaube nicht. Die Standardqualität ist auch gut genug. Die Standardqualität reicht eigentlich auch, ja. Huch, meine Pommes ging fehlt hier gerade weg. Mal kurz in mein Osternetz-Nest greifen. Was habe ich denn da drinnen? Ach ja, frohe Ostern. Jo, danke. Gleichfalls. Oh, frohes aus Tara. Ich habe ein KitKat in meinem Osternest gefunden. Also meinst du jetzt ein echtes Osternest, oder? Es ist ein anderes Nest. Das ist ein Osternest. Das ist eine Schachtel, in dem Süßigkeiten sind, die ich gekriegt habe. Ach so. Ach, ein Schachtelnest. Cool. Ein Schachtel. Drache? Schon mal Fallout 76 angezockt? Nope. Schon ich mal. Glaub, das brauche ich auch nicht, oder? Ist doch kacke, gesehen oder geht. So? Ah, geht so. Ich habe nur Schlechtes darüber gehört. Ich auch, und dann habe ich es angezockt und es ist gar nicht so schlecht. Echt? Es ist kein gutes Fallout, aber ist ganz okay. Und ich bin jetzt so der Shooter-Gamer. Das einzige Game von den Shootern, die ich nicht kenne, was mich interessiert aktuell, wenn ich irgendwann mal dazu komme, das ist, warte, lass mich überlegen, wie heißt das blöde Game jetzt? Gleich habe ich's. Generation Zero. Das Einzige, was mich im Moment ein bisschen interessiert. War das schon Zero? Oder noch keine Zeit gehabt zu zocken? Wenn nicht, dann setz das mal auf deine Amazon. Was? Generation Zero? Ja. Das ist auf meiner Wunschliste von Ding aktuell. Steam? Steam, ja. Ich kann dein Steam-Account nicht, sonst würde ich dir das jetzt kaufen. Ach nee, kein Stress. Irgendwann hole ich mir das mal. Hat er keine Eile jetzt gerade. So ein Story-Shooter war das, ne? Ja, ja. Warum geht's da? Da um Studenten, die irgendwie nach Schweden zurückkehren oder so? Da verwechsel ich das. Es spielt in den 70er Jahren und da wird irgendwie die Welt von Robotern angegriffen. Ob das jetzt Außerirdische sind oder so, weiß ich nicht. Und dann sind halt quasi ein paar Kids, die halt irgendwie im jugendlichen Alter sind, müssen dann halt versuchen zu überleben. Und irgendwie. Ja, hat aber da schon, glaube ich, mein Recht. Das ist doch da in Schweden. Das sind doch diese schwedischen Jugendlichen. Was spielt das in Schweden? Keine Ahnung. Ja, irgendwo in Skandinavien auf jeden Skandinavien. Fall. Mhm. Okay, ja, gut, das wusste ich dann jetzt nicht. Ach ja. Aber so. Doch, ganz ehrlich, du magst doch Dinosaurier und so auch gerne, ne? Ganz ehrlich, du bräuchtest eigentlich mal so Eier. Oder hast du das schon? Weil das ist ja auch ein richtig cooles Spiel. Wer von euch ist gerade auf Chatterbait und hört sich an, schaut hier irgendwelchen Vibern zu? Was für ein Ding? Chatterbait, das hat sich gerade so angehört. Das ist der ganz normale Sound vom iPhone. Achso, was? Entschuldigung. Der Sound vom iPhone, ja, dann sollte deine Freundin aber so ein Spielzeug nicht benutzen, Alter. Sonst wirst du schnell, Alter. Sonst merkt der Freund schnell, wenn dein Handy klingelt, Alter. Ja, aber Rainer, kennst du The Eye? Nee. Nee? Weil das ist ja so ein Mehrspielerspiel, wo man ja so einen Dinosaurier spielt und der muss wachsen. Und du wächst halt, indem du andere Dinosaurier isst. Achso, du meinst The Eisel? Ja, irgendwie so. The Eisel meinst du? Ja, das kenne ich. Habe ich sogar lang gespielt, aber alleine ist das ein bisschen, nee. Ja, aber das könnte man doch mal zusammen daddeln, oder nicht?
Ich meine, gut, ich habe keine Rechte oder sowas, aber wenn ich mir das auch die Tage holen sollte, wenn weil es ich bin Gaming geht, Rechte fürs Game, für den Gamerraum kann ich dir geben, das ist nicht das Problem. Ja, ja, cool, weil da hätte ich echt mal Bock drauf, aber ich sehe das so wie du. Ich brauche mir das nicht holen, um das alleine zu daddeln. Aber wenn du da mal Bock drauf haben solltest, können wir das gerne dann zusammen zocken. Wenn ich wieder Geld habe, ich denke mal so Anfang nächsten Monats, können wir das gerne zusammen zocken, wenn du Bock hast. Können wir gerne mal einen Angriff nehmen. Kann auch gerne jeder mal mitmachen. Weil der Eisel interessiert mich schon lange mal ein bisschen. Ich habe es mal angefangen mit einem Kumpel. Mhm. Es gibt übrigens noch ein Game, was ähnlich ist, was in Bezug auf Drachen ist. Das nennt sich Day of Dragon. Das ist genau das gleiche, ja, okay. Nur als Drachen. Ja, cool. Ich wäre auch dabei, bei dem Game. Bei was für einem? Day of Dragon oder bei der Eisel? Der Eil. Wäre ich dabei. Ja, cool. Ja, du kannst ja hier mal dem Account von meiner Freundin da den Gaming-Gang geben, weil, wie gesagt, ich bin jetzt mit meinem Handy bin ich jetzt nicht da, aber das macht eigentlich keinen Unterschied, weil ich kann ja auch einfach hier eben Bescheid geben. Das ist ja kein Ding. Ihr könnt euch das ja auch auf dem Rechner ziehen. Das Programm gibt es ja auch auf dem Computer. Ja, genau. Das stimmt. Ich muss nur gerade mal gucken, oder ist hier gerade noch ein Platz frei? Ich glaube aber nicht, ne? Ja. Ja, aber ist egal. Aber wenn du dem Account hier das geben könntest, dann können wir das. Dann zocke ich einfach über den Account von meiner Freundin erstmal da. Ich komme das nächste Mal mit dem Account von mir dazu. Ja, scheißegal. Ja. Habe ich gerade schon gemacht. Coole Sache. Das sieht ja cool aus, was zeichnest du denn da? Ja, sieht cool aus. Naja, aber wie gesagt, das Spiel, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Hast du da schon Gameplay-Videos von hochgeladen gehabt? Ja. Servus. Einmal. Tschüss. Boah, wollen wir hier dann nochmal reinziehen? Moin, moin. Moin. Ich soll mal hier über mal die Fenster zu. Ich soll dann doch mal eine Schubkarte bauen langsam. Wie kommt man eigentlich an den Gamer rang? An dem ich ihn gebe. Apropos Ränge, ich hab's gesehen, hier gibt's viele neue Ränge. Was hat's damit auf sich? Mitglied. Cookie, das ist nur für vertrauenswürdige Menschen, nicht für Leute, die hinter dem Rücken von anderen Leuten aufnahmen. Was hat's damit jetzt auf sich mit den Rängen? Das ist die ganz normal, das sind die ganz normalen Mitgliederränge halt. MWO, Vato hat einen anderen. Das ist nicht YouTube. Du meinst diesen Booster-Rang? Da steht nur Mitglied. Im Grün. Ja, Mitglieder. Gibt es mittlerweile auch als normalen Rang. Okay. Das gab es aber von Anfang an. Bekommt man den durch irgendwelche Donations oder? Nee, durch einfach stinknormale. Normal sein. Normales Verhalten. Ah. Ja. Was hast du sonst noch für Games, die du gerne zocken würdest? Vielleicht habe ich ja noch irgendwie was ich schon habe. Weil, wie gesagt, das Geld für Eisel habe ich jetzt momentan noch nicht. Das aktuell, muss ich noch haben, bis ich wieder Geld bekomme. Aktuell fällt mir dazu nichts an. Ah, schade, weil Borderlands habe ich zum Beispiel nur auf der PS4, so diese alte, diese Collection da. Aber ich glaube, PS4 hast du ja gar nicht, ne? Nee, hab ich nicht. Das 3 habe ich mir auch letztens geholt. Das ist gar nicht so schlecht, das Game. Das ist ein gutes Game, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja auch Xbox One.
Ja, aber er spielt also, nicht Xbox One, er spielt ja, nur am PC. Borderlands 3 geht aber auch, wenn es auf der Xbox oder so hast, glaube ich. Weil es über das Schiff. Ja, ich habe das Crossover-Funktion. Ne, ich habe gestern gegoogelt, es hat gar keine Crossover-Funktion. Ich wollte es nämlich mit einem Kumpel zocken. Nur Steam und Epic. Hm, okay. Aber Sony hängt sowieso voll hinterher mit der ganzen Scheiße, ne? Ja, Mann. Also, Crossover, ey, das ist einfach. Ganz ehrlich, die verlieren so viele von ihren alten Stammkunden. Die gehen einfach nicht mit der Zeit. Schon alleine die Tatsache, dass man sich zum Beispiel auf der PS Vita ein Spiel kauft, was es auch auf der PS4 gibt, und dann musst du dir das da aber nochmal neu kaufen. Ja, aber das ist bei heutzutage bei vielen Sachen so. Wieso? Bei Xbox ja nicht. Wenn du dir bei Xbox auf der Xbox 360 etwas gekauft hast, dann lädst du dir das auf der Xbox One einfach runter. Oh ja. Das ist richtig cool gemacht. Also du kaufst immer nur einmal, weißt? Das hast du dann in deiner Bibliothek. Aber bei PlayStation, bei Sony ist es dann abgespeichert auf der Plattform, für das du dir das gekauft hast. Das ist richtig cool. Nintendo auch so. Ja, Nintendo ist auch ein bisschen geldgeil, ne? Und die können sich das leisten. Ist eine ja, gute Firma. Gut. Ja gut, die sind schon geil, auf jeden Fall. Ich habe auch einiges von Nintendo hier, ne? Aber es ist halt schon so, dass es so vom Support her, finde ich, nicht so geil ist. Ja, also ich finde so auf den Kundenwunsch. Ja, froh aus der Wahl. Kannst du jetzt eine Switch mit einer Xbox oder einer PlayStation vergleichen? Ich finde, das ist was anderes. Naja, stimmt, aber die wollen stimmt. Ja immer mehr dahin. Das wird stimmt, ja immer, stimmt, immer näher Switch von den Preisen. Geil. Stimmt, die Switch ist geil. Ja, das ist auf alle Fälle. Nintendo, ja, wie gesagt, ich habe auch meine Nintendo Switch. Nintendo würde ich jederzeit allem anderen einen Vorzug geben. Also für mich steht Nintendo nach dem PC. Ja. Kogi? Ja. Du spielst mit deinem Leben. Warum? Also, ich bin übelster Nintendo-Fan, aber PC, da kann ich viel mehr machen, so. Ja, du bist viel flexibler. Aber Nintendo ist einfach so Kindheit für mich. Also, ja. Ja, da bin ich aber zum Beispiel auch, das kommt ja immer drauf an, ne? Das ist zum Beispiel meine erste Konsole, war die PlayStation 1. Wo man sagen kann, das war eine richtige Konsole. Ich hatte davor noch den alten Game Boy, aber das kannst halt, finde ich, nicht vergleichen. Die PS1, die hat dann trotzdem alles gerockt, ne? Aber trotzdem finde ich eigentlich Nintendo besser. Also, keine Ahnung. Nix geht über ein GameCube. GameCube. Ja. Mario Sunshine, bestes Game. Ja, Star Wars Podracer war das geilste überhaupt, Mann. Das ging damals am meisten. Ist das dein Ernst? Daran lag das, du scheiß verkackter Hurensohn-Bastard, Alter? Oh, ich bring dich um, ich hasse dich. Ich werde dich abmurksen und den Hunden zum Fraß vorwerfen. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Nicht du, sondern das Spiel. Und das heißt, Cookie den Hunden zum Fraß vorwerfen, das ist ein guter Plan. Werden die Hunde nicht satt, kann ich dir versprechen. Nach der Aussage von eben. Um ehrlich zu sein, ich glaube tatsächlich, dass ich meine Hunde damit nur vergiften würde. Wenn ich Schokoladenkeks bin, schon. Das auf jeden Fall. So, ich nehme mal das hier, Oh, ich habe noch solche. Nice. Her damit. Ah, Süßkram. Habt ihr heute noch was Schönes geplant? 5 gegen Willi, bevor ich ins Bett gehe. Soll ein gutes Spiel sein, habe ich gehört. Habe ich auch gehört, ja. Wollte ich mal ausprobieren. So nach, oh, 30 ja. Jahren, so nach 30 Jahren muss man was Neues ausprobieren. Ich spiele sonst immer nur Mütze, Glatze. Drache, wie ist deine Meinung zu Otto Walkes? Epischer Mensch. Ich habe heute 2 Schallplatten von ihm bekommen. Schallplatten? Ich habe einen Plattenspieler.
Ja, ja, schon klar. Aber erzählt der Witze da drauf oder singt ihr da drauf? Das sind die alten Shows, die Live-Shows, damals halt aufgenommen. Okay. Einmal aus friesischer Götterbote und Color. Okay. Das ist großartig. Keine Ahnung, so Rück mal ein Stück. Noch viel mehr Nostalgie als so eine CD bzw. MP3 nur. Mhm. Rück mal ein Stück. Richtig geil. Keine Ahnung, alle. Ich glaube, das war eine Anspielung. Ja. Ist korrekt. Aber das ist echt geil. Also, da ist mein Herz aufgegangen. Backofen oder was? Der Cookie, da geben das Herz auf. Alter, kann mir mal jemand meine Süßigkeiten wegnehmen? Ich bin hier auch die ganze Zeit am Essen. Vielleicht ist nur bei Rosinen. Und muss dann echt Gift für meine Hüften. So ist dann, oder? Ich meine, da darf man das ja wohl noch. Nur ist es bei mir meistens das ganze Jahr so geht. Na gut, das ist natürlich semi-gut, ne? Man muss sich auch mal was gönnen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Was isst du denn so am meisten an Süßkram? Überwiegend esse ich nicht einmal was Süßes tatsächlich. Bist eher so der salzige Typ? Richtig, ja. Ah, Chips. Ah, die Bomben aber auch am besten, ey. Ist am geilsten. Das ist korrekt. Isst du eigentlich Gummibärchen? Also, wenn ich was Süßes esse, in erster Linie, also was ich immer vor Schokolade nehmen würde, wären so Gummibärchen, Gummischlangen, dieses ganze Gummizeug. Ach so. Er hat Gummi gesagt. Oh. Ich hatte vorhin eins in meiner Tasche, ne? Genau, ja. Wie war das? Genau. Wie war das? Er hat was in seiner Tasche und das zeigt das seiner Freundin, weißt du? Dann gehen wir auch zu Eine und dann, Blume. Und dann stellt sich heraus, nee, es war ja ein Gummi, sagte. Allerdings war es ein Haargummi. War schon wieder geil, ja. Muss noch mal jemand sagen, dass ich keinen Sinn für Humor habe. Nee, das stimmt. Nee, du nimmst alles komplett ernst. Spaß gibt's für dich nicht. Was? Cookie verarscht mich, raus mit dir. Oh Mann. Das ist wie mit genau reden. Mit normal reden. Da ist eine Tür im Haus. Wäre doof, wenn es keine geben würde. Was ist denn eigentlich Echo für ein Spiel? Und so weiter. Auch dieselbe Frage. Das muss ich jetzt erstmal hier. Robinson, der Necro spielt das immer. Ach, der Necro spielt das auch. Ich kannte das Spiel noch gar nicht. Echt toll, Baby. Das sieht ja richtig toll aus. Oh ja, Baby, ich zeig's mir. Ja, soll ich dir zeigen, was ich gerade zeichne? Cookie stöhnt auch schon die ganze Zeit hier, voll ins Mikro. Leute, sucht euch Freunde. Damit war gemeint, dass du die ganze Zeit ins Mikro atmest, glaube ich, oder? War das jemand anders? Ich atme nicht ins Mikrofon, ich habe Push-to-Talk drin. Ne? Oh. Das ist irgendjemand anders. Ich stöhne hier nicht rum. Ja, ja. Das sagen alle. Und dann sind's schwanger. Oh Mann. Ja. Wie war's mit dem Rumstummeln?
kann sein, dass es an mir hängt. Nein, ich glaube auch. Ich stell das mal ein. Immer sinnvoll. Vor 20 Uhr hier bitte nicht rumstehen. Oh ja, du geiles Holz, komm her. Es ist noch nicht 20 Uhr. Irgendwo ist immer 20 Uhr. Ja, stimmt. Oh Mann, ey, jetzt habe ich so Bock auf The Eisel, ne? So einen richtig schönen Gaming-Abend. Ah, fuck, ey. Kenn ich irgendwo her. Ja. Aber zurzeit ist bei mir echt, also, wie gesagt, erstmal keine Knete für neue Games und dann, wenn ich was zocken will, ich habe so viel Warhammer, ich weiß nicht, ob du das kennst. Warhammer, so Miniaturen-Bastelkram. Hm. Und das nimmt einfach so viel Zeit. Und weil ich mir da selber immer so Zeiten setze, von wann bis wann ich da was fertig haben will, da komme ich gar nicht mehr zum Zocken zur Zeit, weißt? Also da hat man schon so viel frei, aber trotzdem so viel Gesundheit. Zu tun. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Vielen Dank. Das wäre vielleicht auch mal geiler Content, ey. Rainer, wenn du so ein paar Warhammer-Figuren... Achso. Nein. Nein, wenn du Warhammer basteln würdest oder sowas, ey, das wäre doch mal geil. Ich meine, so konzentrieren und so kannst du dich doch bestimmt ganz gut, oder nicht? Ich kann mich konzentrieren, wenn mich irgendwas interessiert, ja. Ja, meinst du nicht, dass dich das irgendwie vielleicht ein bisschen begeistern könnte? Du, das kann ich dir echt nicht beantworten. Warhammer sieht für mich ein bisschen aus wie Civilization. Meine Freundin sagt schon, ich versuche immer jeden dazu zu bringen, mit Warhammer anzufangen. Was ich immer mal gerne machen würde, wäre Ding. Was ich immer mal probieren wollte. Das ich fast vorhin Footage gesagt. Dieses Game-Zeug, wenn's der. Na, wie heißt das? Ach Mist, jetzt habe ich wieder nichts zu fressen. Mann, langsam riecht es mich auf in dem Game, Alter. Man findet einfach nicht genug, was man fressen kann. Kann man dann nicht anbauen selber? Doch, aber irgendwie wächst das Zeug nicht. Das Problem ist bei Echo, es ist ein sehr balanciertes Spiel. Du musst wirklich auf einem extrem schmalen Grat zwischen mehreren Sachen wandern. Unter anderem darfst du zum Beispiel nicht zu viele Bäume fällen. Wenn du zu viele Bäume fällst, hast du das Problem, dass das um dich herum, wie sagt man, wenn du zu viele Bäume fällst, hast du das Problem, dass es um dich herum zu heiß wird. Was wiederum deine Feldfrüchte verbrennt, was wiederum dafür sorgt, dass du keine Frucht kriegst. Du musst in der Nähe von Wasser anpflanzen und dann musst du, ach, das ist ein richtig balanciertes Spiel, das ist richtig übel. Darin liegt die Herausforderung, wa? Das ist der richtige Punkt, ja. Aber es ist halt trotzdem äußerst nervtötend zum Teil. CSGO oder sowas zockst du nicht, oder? Nope. CSGO, beste Game. Nee. Ja, also Counter-Strike ist auch irgendwie sowieso irgendwie die Zeit abgelaufen, Mann. Counter-Strike habe ich so mit 12 oder so, mit Source. Aber war wieder Rückkopplung. Macht schon ab und an mal Bock, eine Runde zu zocken. Ich habe da so viel Zeit rein investiert und alles andere drum mich vernachlässigt, dann habe ich komplett aufgehört. Und mein Leben wurde besser. Ich glaube, so sieht jede CSGO-Karriere aus. Man fängt an, übertreibt es maßlos und irgendwann muss man Schlussstrich ziehen. Nee, Mann, CSGO ist live. Nee, habe ich damals auch gesagt. Kommt auch drauf an, wie alt ihr seid, ne? 48. Ich bin hier der Älteste. Sicher. Ja, Cookie ist der Älteste. Ich hab schon gelebt, da gab's euch alle nicht. Stabil. Ja, in welcher Traumwelt lebst du heute denn, ey? Vielleicht bin ich ja ein Echsenmensch. Ich glaub sowas selber nicht, Alter. Weißt du, dass ich der Echsenkönig bin, Alter? Wenn du Echsenmensch wärst, bist du das ja wohl. Ja, aber ich musste vielleicht verborgen leben wegen Jackie Payne.
Ach, Blödsinn. Dieser Theoretiker, der die Ex-Menschen jagt. Ach, oh Gott, Mann. Was ein Bullshit, Mann. Och, geht schon. 22 Grad. Mhm. Bei mir hat es inzwischen nur noch 19,9 im Haus. Irgendwie wird es hier drin kälter. Wie kann das denn bei dir jetzt schon kälter werden? Keine Ahnung. Bist du froh drum? Froh? Von mir aus kannst du das ganze Jahr 365 Tage im Jahr 30 Grad im Schatten haben, Alter. Was? Oh, nee. Na klar. Das ist zu warm. Na, zu warm, Alter. Zu warm gibt's nicht. Doch. Nein. Ja. Nee, zu warm gibt's nicht. Ich finde 20 Grad schon zu warm, ey. So 25 ist ideal, aber alles, was drüber geht, ist zu warm. Ja. Ich bin typisch Scheiß. Deutsch, das Wetter passt mir nie. Genau, das ist die richtige Antwort. Wenn im Sommer kann ich keinen Schlittschuh fahren und im Winter kann ich nicht meine Blumen gießen. Die kannst du doch gießen, einmal. Oh Mann. Ne, ich glaube, alles, was über 30 Grad ist, ist schon krank. Also ich sage auch mal so, um die 25 ist echt am besten. Ja. Dann macht es auch Spaß, mal was draußen zu machen. Ja. Aber eigentlich müsste das doch bei euch, Rainer, im Süden richtig, richtig warm sein, oder nicht? Ist das nicht immer, entweder ist es richtig kalt im Winter oder im Sommer richtig warm? Ich meine, wir im Norden, wir haben halt eben die Arschkarte mit dem Wetter, ne? Ich meine, wir haben halt immer nicht richtig warm und nicht richtig kalt. Kann ich dir tatsächlich nicht bestätigen. Ne? Nee. Ich habe gedacht, weil ihr ja schon ein bisschen näher an den schönen Süden rankommt. Aber krass. Also im Sommer ist da schon was dran, dass es da heißer ist. Ich komme ja auch aus der Region. Ja. Weil ich komme hier Region, hier in Niedersachsen. Hier ist es eigentlich immer schmuddelig. Standardmäßig Regen. Oh, eigentlich so das deutsche Ende. Ja, Nordsee, so Niedersachsen rum. Niedersachsen vor allem. Wir haben ja auch überall die Moorgebiete und so, weißt? Da setzt sich immer die ganze Feuchtigkeit ab. Und wenn es dann kalt wird, dann hast du das halt echt entweder so richtig feucht-kalt oder im Sommer halt richtig stickig. Ah. Nur mal so interessenhalber, eben gerade ist da einer rausgegangen und instant einer nachgekommen. Normal, wenn ich hier bin. Nein, die kommen alles für mich. Ja. Bäh. Mit seiner magnetischen Präsenz. Ich bin doch jetzt auch Fame. Soll ich dir beweisen, wenn ich nach oben gehe? Und du unten bleibst? Du musst einfach alle hier bleiben. Mach mal, Drache, das wäre richtig interessant. Jetzt mache ja den einen nach. Nee, die bleiben alle bei mir. Oh. Ihr könnt ja eine Wette abschließen. Bitte nicht, ich verliere. Ja, wenigstens siehst du es ein. Wenn ich gewinne, möchte ich Admin ran. Ja, genau. Wie viele sind denn da oben gerade? 8 von 20 Leuten, ne? Auch nicht viel Action. Drache, wenn du gewinnst, bekommst du von mir eine Packung Kekse mit Unterschrift. Und was kann ich mir dafür kaufen? Was für Kekse? American. Ja! Aus dem Rewe. USA! Was die zu Ostern bekommen? Die mit Keksgeschmack sind am besten. Hast du denn eigentlich ein amerikanisches Mädel aufgelassen, sag mal? Naja, in der Stadt, ne? Bist du mal unterwegs, bist in der Bar, dann trinkst du ein, dann merkst du, dass sich da irgendwelche Leute auf Englisch unterhalten, setzt dich dazwischen, redest mit auf Englisch und dann schnappst du dir die Alte. Ah ja, gut, muss ich mir merken. Ach, ja. Die nicht also, das ist... Hm?
Versteht sie nicht gerade. Jetzt habe ich dich immer noch nicht verstanden. ob sie dich versteht. Na klar, versteht sie mich. Also Deutsch. Ja, also sie kann mittlerweile auch schon gut Deutsch. Natürlich versteht sie alles, was ich sage. Ich bin einfach ein Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich will da was grillen. Jetzt mache ich da ein Ding. Dann hau ich dich um. Viel um. Oh, grillen könnte auch mal. Bum, bum. Ja, wenn ich Kohle hätte, würde ich auch direkt grillen, Alter. Oder Heuschrecken. Kohle oder Kohle? Sowohl als auch. Mit Kohle könnte ich mir Kohle kaufen. Und mit Kohle könnte ich mir auch was zum Grillen kaufen. Ich habe leider nichts zum Grillen da. Was man dann auf die Kohle schmeißen kann. Bitte? Euch zum Grillen, das musst du ja dann auch auf die Kohle wieder werfen. Ah, hier ist der Metzgertisch. Dann muss ich mal wieder einen Holzbaum fällen. Holzbaum fällen. Holzbaum fällen. Oder warte mal, wie ging der Song? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch? Ja, er lebt. Oh man, das ist ein geiler Song auch irgendwie. Schöne Schunkelmusik. Das schunkelt und schaukelt den Kelbskallen nass. Ich weiß nicht, was mir zum Teil immer für krankes Zeug bei YouTube vorgeschlagen wird. Ich hab dir gesagt, du musst dir unbedingt den Reeperbahn Pennymarkt angucken, beste. Das ist die beste Dokumentation. Wurde euch der Scheiß auch vorgeschlagen? Das ist richtig geil. Das ist aber schon richtig alt, 2006 oder so. Wurde das aber wenn er ruhiger war, das ist geil. Who the fuck is Otto? Ja, mit diesem Sicherheitstypen, ja. Wow. Otto ist einfach cool. Es gibt so viele Platten, ich will alle haben, bitte. Was gibt es? So viele Otto-Platten. Achso. Ich will die alle. Ich will nicht alle Pokémon, ich will alle Otto-Platten. Hat auf jeden Fall Sammlerwert. Die sind sogar relativ billig, also die gibt's für 7 Euro irgendwas. Weil will ja keine Sau mehr diese Platten haben. Hab ich auch nie verstanden. Hey, wer lässt denn da irgendwelche Hitler-Samples im Hintergrund ablaufen? Ich wollte gerade sagen, das war doch Otto. Ich habe nur irgendwas schreien gehört. Aber mein Lieblingssong von Otto ist Friesenjung. Mein Lieblingslied von Otto sind die Schlümpfe. Na, wo kommt ihr denn bitte her? Auch Schlumpfhausen, bitte sehr. Wobei ich sagen muss, dass die Version von Ding auch geil ist. Alter. Die Version vom, wie heißt es? Ich habe den Namen vergessen. Die Version von JBO. Was? Was? Hat er nicht gesagt. Wie kann man die Schlümpfe, wie kann man die Otto, wie kann man JBO nicht kennen? Sag mal, ist durch. Wie kann man den JBO nicht kennen?
So eine Musikbox. Das ist eine Band. Nicht .bl, JBO, also JBO, nicht L. Ah, auch noch nie gehört. Was auch noch geil ist, ist Torfrock. Wenn euch das was sagt. Naja, das ist die Band, die den Song für den Film Wender gemacht hat. Für die Filme. Bitte mehr. Oder für die Filme, ja, wie auch immer. So, jetzt habe ich gleich einen Metzgertisch. Der Metzgermeister. Oh, mein Teil war auch so ein kranker Song, ey. Och, wer langweilt mich denn schon wieder auf WhatsApp, Alter? Wieder irgendwelche Idioten, die mir auf den Sack gehen. Warum die denn deine das Nummer? Jetzt wollte ich gerade sagen. Das klingt so, als ob da einer versucht, lustig zu sein. Ja, wäre ja nichts Neues. Du wirst so schön mit dem echten Handy. Einfach nicht drauf eingehen. Du und Cookie könnt doch mal ein Video machen mit Ich hab noch nie. Ja, mit Sicherheit. Ach du Scheiße. Sag ich auch. Wieso kann ich dich nicht... Ach, ich habe noch keinen Metzger geskillt. Ich könnte kotzen. Wie willst du eigentlich genannt werden? Drache oder Rainer? Ist mir scheißegal. Also beides okay. Ja. Guckst du eigentlich so YouTuber wie Knossi? Wen? Knossi? Sagt mir nix. Macht er überhaupt YouTube? Der macht doch nur Livestreams. Ja, aber das Zeug wird ja auch hochgeladen, die Highlights. Ist ja nicht dieser Glücksspieltyp. Ach siehst du, ich muss ja unbedingt noch den Ding fertigstellen. Habe ich den inzwischen schon fertiggestellt? Nope, sieht nicht so aus. Was brauchst du denn noch? Du brauchst noch Steine. 36 Steine, willst du mich verarschen? Ruf's mal. 600.000 Euro. 36 Steine, habe ich gesagt. Boah, ich werde über Ostern wieder so fett. Meinst du schon? Oder nicht? Wow. Weihnachten, Ostern ist immer kritisch. Ich messe mich ja selber gerade.
Naja, solange es kein anderer macht. Erstmal das Allerwichtigste, habt ihr auch genug Klopapier daheim? Rainer, gab es eigentlich irgendwas Besonderes zu Ostern heute bei dir zu essen oder so? Gesundheit. Entschuldigung, ich habe noch gar nicht gegessen. Achso. Bei mir gibt es nachher Pommes. Selbst gemacht? Nö. Aber sonst ist Ostern nichts Besonderes bei dir, ne? Selbstgemachte Pommes sind immer irgendwie merkwürdig. Muss nur genug Öl benutzen. Wenn ich die in der Fritteuse rausbrutzel, meinst du, ich benutze nicht genug Öl? Im Backofen geht das auch. Du bist bei was? Also, das kann keiner essen. Schöne Süßkartoffeln, man muss sie nur fein raspeln. Da hat man so Chips. Wie gesagt, du bist was? Mir hat das irgendjemand mal empfohlen, ich hab das mal probiert, Alter. So. Hast du eine Heißluftfritteuse oder eine normale? Eine normale Fritteuse natürlich. Was ist denn eine Heißluftfritteuse? Heißluftfritteusen sind geil, da brauchst du nicht so einen scheiß Aufwand mit dem Öl. Also wir haben beide und Heißluft ist deutlich einfacher. Ich weiß, also nicht, genauso Heißluft. Gut. Ich weiß nicht mal, was eine Heißluft ist. Achso, eine Heißluftfritteuse. Da machst du im Endeffekt nur einen Löffel Öl rein und darin wird das dann frittiert. Bah! Ja. Also ganz richtig, ehrlich, ne? Das ist richtig geil. Das schmeckt wirklich genauso. Ja. Und sind nicht mal wirklich teuer, so. Was kostet so eine? 80 Euro? Ja, 59 oder hier gibt es auch eine, die jetzt vielleicht nicht so gut ist, aber 22. Dann habe ich eine mit 4,5 Sternen, die kostet 36,99. Also die sind schon gut, die Dinger. So, was habe ich da jetzt reingeschmissen? Basalt, ne? Was ist denn deine Lieblingspommesmarke? Wenn du mit wem redest, dann musst du schon dazu sagen. Sonst weiß keiner, wen du ansprichst. Ja, mit dir. Naja, das ist nicht offensichtlich, wenn du, wenn hier fünf Leute im Raum sind. Ich habe keine Lieblingspommesmarke. Ich kaufe mir, was gerade anfällt. Da gibt's Marken. Schmecken alle gleich. Also ich trinke McCain ist schon richtig gut. Ja, aber was machen die anders? Ich kenne nur McDonald's. Ja, wer redet da gerade? Weil du hast voll die süße Stimme. Gib mal bitte dein Insta. Leute, ich? Was ist dann? Lass doch die Mädels in Ruhe. So notgeil hier alle. Ja, meinen könnten das manchmal. Ach, jetzt check ich das auch erst. Siehste, das wusste ich gar nicht. Was? Ach, dass ich da was Bestimmtes machen kann im Spiel.
Du musst eine Otto-Statue bauen. Kann ich nicht. Kannst du nicht so frei bauen? Ich dachte, das ist ein bisschen wie mein talentiert. Ja, ein Ottifanten bekommt doch jeder hin. Ich leider nicht. Ein bisschen Übung. Ich hole mal kurz eine Schallplatte. Viel Erfolg. Das ist aus Scheiß. Bitte eine Schallplatte. Was das ist? Nein. Er hört ja über die Schallplatte Musik, über einen Plattenspieler gehört. Er hat einen Plattenspieler, ja. Nice. Taugt. Und deshalb wohl ziemlich der Jüngste im Raum sein dürfte. Wahrscheinlich, ja. Ist halt Hipster. Folgt Trends. Naja, das Schallplatten im Trend lagen ist schon ein bisschen länger her. Was laberst du? Ich glaube überhaupt nicht, ich rede. Jahrhunderts. Cookie? Oh, was gibt es in UI? Na, ah, hier, endlich habe ich den Forschungstisch, wo der auch zählt. Okay. War das? Ja, ne? Boah. Ich will jetzt nicht sagen, wer das war, aber der guckt ganz schön dubiose Dokumentationen. Ach, diese Dokumentationen laufen noch bei N24. Ja. Und die sonntags laufen. Weil jetzt heißt das ja Welt.